Hallo. Heute kommt endlich mal wieder ein Video zum keltischen Jahreskreis. Ich weiß, ich bin total im Verzug mit den Festen. In Thailand hat es einfach nicht gepasst. Und jetzt bin ich sozusagen wieder hier und kann wieder Videos über die europäische Kultur machen. Ich verlinke dir mal die Playlist. Es gibt bisher nur ein Video über Imbolc. Ja, das ist das Video zur Tag- und Nachtgleiche, zur Frühlingstag- und Nachtgleiche, ein Sonnenfest. Und nochmal ganz kurz, bevor ich damit loslege. Ich beschäftige mich mit der keltischen Tradition schon seit ganz, ganz vielen Jahren und wollte jetzt diese Videoreihe einfach machen, um mich noch intensiver mit den einzelnen Festen zu beschäftigen und finde das einfach sehr spannend. Ja, nicht nur die Indianer haben die Schwitzhütten-Tradition und diese Feste, die Sonnenfeste, die sie feiern. Auch wir hier in Europa haben ja viel Grund zum Feiern und einer davon ist halt, wie gesagt, die Frühlingstag- und Nachtgleiche am 21. März. Das heißt, Tag und Nacht sind gleich lang. Das gibt es zweimal im Jahr, gibt es im Herbst am 21. September und halt jetzt im Frühling am 21. März. Und der 21. März ist ja auch der Frühlingsanfang. Und ein Sonnenfest ist es deshalb, weil es sich sozusagen um die Sonne dreht. Ne? Also die Sonne ist da an ihrem, sozusagen an so einem Punkt, wo sie wo Tag und Nacht dann 12 Stunden lang sind. Der Frühlingsanfang. Du hast es wahrscheinlich schon gemerkt, der Frühlingsanfang im Zeichen Widder mit dieser explodierenden Energie, wo alles nach draußen kommt, ja, während bei Imbolc noch ganz viel in der Erde war und die Pflänzchen unter der Erde waren, kommt jetzt alles nach draußen. Und die sprühende Energie der Jugend ist da so da, ne? Dass all die Ideen, die wir vorher im Winter hatten, all die Visionen kommen jetzt aus der Erde, zeigen sich jetzt, werden sichtbar. Auch wie in der Natur, alles wird sichtbar. Das Grün, die Pflanzen kommen wieder nach draußen. Die Sonne hat es geschafft und das Licht hat es geschafft. Es wird ab dem Tag danach, also ab dem 22. März, mehr Licht da sein als Schatten, mehr Licht als Dunkelheit. Und wir haben die Kraft des Neubeginns. Ja? Es werden ganz viele Jungtiere geboren in dieser Zeit. Und es ist so eine ganz besondere Kraft, ne? Dieser Zauber des Anfangs. Und es ist nicht nur so, dass in der Natur alles sichtbar wird, sondern auch wir selbst können immer sichtbarer werden mit unseren Ideen und Projekten, die wir uns im Winter ausgedacht haben. Und ja, jetzt, wo alles neu anfängt, können wir ja entscheiden, was wir machen und was wir nicht machen. Also welche unserer Ideen setzen wir um und welche lassen wir bleiben. Ja, also dieser Neuanfang ist vielleicht auch ein bisschen chaotisch, weil man noch nicht so recht weiß, aber trotzdem auch was ganz Besonderes, weil ja, da fängt halt etwas neu an, was du entscheiden kannst, was du in die Welt bringst. Und besonders am 21. März haben wir unterstützt uns der Himmel, das Universum, Gott, wie auch immer du das nennen magst, unterstützt einfach Projekte, die du neu anfangen möchtest. Es ist immer gut, Projekte im Frühling anzufangen, weil dann gehst du so sozusagen mit der Natur. Ich habe mal eine Studie gelesen, wonach Unternehmen, die im Frühling gegründet wurden, viel langlebiger sind als welche, die im Herbst, ja, kurz vorm Winter, wo man eher nach innen und rein geht, gegründet wurden. Also wenn du irgendwas Neues starten willst, der 21. März und insgesamt die Frühlingsenergie ist dafür wunderbar, bestens geeignet. Also, schnapp dir all deinen Mut zusammen und starte neue Projekte. Nutze die Kraft des Frühlings aus, die unterstützende Kraft des 21. März,
und ja, bringe neue Projekte in die Welt und gehe im Zyklus der Natur. Ich habe ja auch eine Serie gemacht, der Jahreszyklus, wo ich die einzelnen Monate beleuchte, wo du auch immer merken kannst oder sehen kannst, wo ich erzähle, was da gerade so in der Jahreszeit, in dem Monat dran ist und wie wir im Einklang mit der Natur leben können. Und auch diese keltischen Jahresfeste sind im Einklang mit der Natur. Also, ich wünsche dir alles, alles Liebe. Schau dir gerne die anderen Videos noch an. Und wenn du eine Frage hast oder einen Kommentar, schreib das unten rein. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Alles, alles Liebe dir. Thank you.